Also, was hast du für mich? Wir haben tolle Vögel entwickelt. Den hier zum Beispiel. Er hat eine Flügelspannweite größer als ein Mensch, kann eine Geschwindigkeit von mehreren 100 km/h erreichen und hat eine unglaubliche Sehschärfe. Der Adler. Oh, beeindruckend. Und was ist mit dem? Oh, auch sehr spannend, aber etwas verspielt. Er kann sich als einziger Vogel im Flug rückwärts und seitwärts bewegen und sogar auf der Stelle schweben. Der Kolibri. Wow, cool. Kann der das auch? Oh, nee, da hatten wir einen kleinen Programmierfehler. Okay, heißt? Naja, er hat zwar Flügel, aber wegen seiner Größe kann er nicht fliegen und muss durchgehend laufen. Und außerdem hat er keine Zähne, deswegen muss er regelmäßig Sand und Steine schlucken, um seine Nahrung im Magen zu zerkleinern. Der Strauß. Strauß? Wie Blumen? Wie gesagt, Programmierfehler. Okay, finde ich trotzdem cool. Wir nehmen alle drei. Was?